Vollverbot in Deutschland. 2020, 2021, ist es denkbar? Erstmal herzlich willkommen zur Edelmetallstrategie. Mein Name ist Benedikt Hausler und heute schauen wir uns mal an, ob es überhaupt zum Goldverbot kommen kann. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, ist es eine reale Gefahr für Anleger oder ist es eine Panikmache, die von Seiten von Banken, Finanzinstituten oder dem Staat geschürt wird. Und das musst du wissen. Wir wollen gleich am Anfang mal unsere Einschätzung geben, damit du einfach mal siehst, wie wir die Sachen sehen, damit du auch verstehen kannst, wie unsere Analyse funktioniert. Und unsere Einschätzung ist folgende. Fahren auf Sichtweite. Wer hätte vor einem Jahr geglaubt, dass die Kinder nicht mehr zur Schule gehen dürfen, dass viele Leute nicht mehr ins Büro dürfen? Wer hätte geglaubt, dass eigentlich das öffentliche Leben innerhalb von ein paar Wochen fast auf Null heruntergefahren wird? Und ich glaube persönlich, dass diese Zeit noch nicht vorbei ist. Ich glaube, dass die nächsten Monate, vielleicht die nächsten 2-3 Jahre, durchaus sehr turbulent werden können in allen Bereichen, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich und natürlich auch im Bereich Geldanlage. Das heißt, wir können heute, Stand Juli 2020, eine gewisse Prognose für einen gewissen Zeitraum abgeben, der sich aber vielleicht dann im Laufe der Zeit korrigieren wird oder den wir korrigieren müssen. Aber Stand heute ist das unsere Einschätzung, nämlich ein Goldverbot ist aktuell nicht wahrscheinlich. Mittelfristig ist es möglicherweise denkbar, deshalb fahren auf Sichtweite immer ja, die allgemeinen Entwicklungen im Blick halten, ist leider gerade nicht nur bei Edelmetallen wichtig, bei allen Anlageklassen, also Versicherern, Lebensversicherungen ist es unglaublich wichtig, sich da gerade zu informieren. Bankguthaben, Aktien. Ja. Wir werden in der Präsentation darauf kommen, dass gerade diese Sachen eigentlich viel gefährdeter sind als Gold durch Goldverbot. Aber wir gehen es Schritt für Schritt durch. Also wie kommen wir zu der Einschätzung? Wir machen eine Analyse, warum es überhaupt zu Goldverboten kommen kann. Das heißt, wir machen im ersten Schritt eine Analyse, die wir auch so ein bisschen anhand von der Vergangenheit die Daten mit einziehen, die damaligen Entwicklungen uns anschauen. Und im zweiten Teil schauen wir uns auch an, selbst wenn es zum Goldverbot kommen sollte, was können wir denn dagegen tun? Genau, bevor wir starten mit der Analyse, schauen wir uns mal die Vergangenheit an. Denn Goldverbote gab es in der Antike, Goldverbote gab es im Mittelalter und auch in der jüngeren Vergangenheit der deutschen, französischen, amerikanischen und indischen Geschichte. Das sind jetzt nur ein paar Auszüge. Oben in Blau steht Gründe und Framing. Also was ich dann in Kursiv geschrieben habe, das Ganze, diese Informationen habe ich tatsächlich, ich gebe es zu, aus Wikipedia rausgezogen, weil dort wirklich schön zusammengefasst ist, was da eigentlich passiert ist. Auch wenn man ganz ehrlich sagen muss, Wikipedia ist bestimmt nicht der beste Ansprechpartner, aber da muss ich sagen, sind die Analysen sehr cool, sehr gut aufgearbeitet, sehr sehr gut zum Verstehen. Und schauen wir uns mal Folgendes an. 1923, also das war damals die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es einen katastrophalen Währungsverfall. Das heißt, ganz viel Geld ist ins Ausland gegangen, ganz viel Vermögenswerte Deutsche ins Ausland. Und die Währung damals hatte einen katastrophalen Verfall. Damals war das Goldverbot einfach dazu da, um Gold von den Bürgern wegzunehmen, also dass sie auch das Geld, dass sie mehr Geld bargeld halten mussten und das Geld nicht in Gold tun konnten und vor allem auch um die Notenbanken zu rekapitalisieren mit Gold. Jeder, der eins der ersten Videos von mir gesehen hat, weiß, dass die Bilanz einer Notenbank entscheidend darüber ist, ob es zur Inflation kommt, und ein Währungsverfall ist natürlich nichts anderes wie eine Inflation. Und da gehen wir mal weiter ins Jahr 1931. Verordnung gegen die Kapital- und Steuerflucht. Merkt man schon, Steuerflucht. Jeder, der Aktien kauft, jeder, der im Edelmetallbereich drin ist, jeder, der mit Immobilien sich auseinandersetzt,
muss sich mit dem Thema Geldwäsche und Steuerhinterziehung immer wieder beschäftigen. Also dieser Begriff Steuerflucht, ja, ist ja etwas, was man, sagen wir mal, als Staat unterbinden will und auch der Bevölkerung gut verkaufen kann. Und dann geht es noch weiter. Gesetz gegen den Verrat der deutschen Volkswirtschaft. Das war quasi das Gesetz, was drauf gefolgt hat. Und das wurde letztendlich zum Goldverbot führte. Und hier merkt man schon das Framing, also die emotionale Einbettung des Sachverhalts. Hier wird nämlich mit Goldbesitz mit Verrat gleichgestellt. Und ähnliche Entwicklungen sehen wir heute, dass in gewissen Medien zum Beispiel der Goldbesitz mit einem asozialen Verhalten assoziiert wird. Die Argumentation ist dahinter, jeder, der Gold kauft, könnte doch dieses Geld, was in Gold reintut, auch in den Konsum stecken. Ihr merkt, wie verrückt das ist, weil in erster Linie Gold zu kaufen, ist nichts anderes, als ein Stück Edelmetall, ein Stück Metalle zu kaufen. Es hat emotional noch überhaupt keine Aufladung. Für viele ist es natürlich der Wertsicherheit. Aber um sowas dann auch umzusetzen, in der breiten Bevölkerung eine Akzeptanz zu schaffen, werden diese Dinge, also ganz klassisch Edelmetall zu kaufen, in ein emotional schlechtes Licht gerückt. Aber das Thema haben wir oder werden wir auch bei Aktien haben oder bei großen Immobilien. Also wo dann gesagt wird, jeder Immobilienbesitzer, was weiß ich, hat so viel Kapital, dass er zum Beispiel durch eine Enteignung der Allgemeinheit was zur Verfügung stellen kann. Zum Beispiel das Lastenausgleichsgesetz nach dem Zweiten Weltkrieg gab es alles schon. Frankreich, ja, Goldverbot wurde umgesetzt, um Gold- und Devisenabfluss zu stoppen. Das heißt, der Franc war damals instabil und die Leute in Frankreich haben das Geld genommen und in ausländische Devisen, ausländische Währungen angelegt. Das machen viele Leute heute auch, zum Beispiel, dass sie einen Euro nehmen und in Schweizer Franken eine sichere, vermeintlich sichere Währung eintauschen. USA, 1933 wurde ein Goldverbot erlassen, das auch relativ lange Bestand hatte, zur Bekämpfung des Notstandes bei Banken. Und danach gab es 1944 das Bretton Woods Abkommen, wo eine Golddeckung des US-Dollars beschlossen wurde. Hier ist einfach nur mal der allgemeine historische Zusammenhang ein bisschen zu beleuchten. 1923 ja, bis 1945 war ja genau die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, während dem Zweiten Weltkrieg. Auch muss man sagen, in Deutschland, wenn zum Beispiel der Staat kein Geld mehr hat, macht es natürlich Sinn, auch Goldvermögen zu enteignen, Immobilienvermögen zu enteignen, Aktienvermögen zu enteignen, um die Kriegskasse aufzubessern. Das war sicherlich auch ein Grund dafür, dass die USA ein solches Verbot erließen. Kurz noch zur Golddeckung. Wenn ich eine goldgedeckte Währung habe, muss ich als Notenbank dementsprechend auch Gold haben, um die Deckung überhaupt durchführen zu können. Ja, in Indien 1963 sehen wir was, was wir oben schon gesehen haben, nämlich Maßnahmen gegen die Kapitalflucht. Auch da ist viel Geld aus dem Land geflohen und das wollte man durch ein Goldverbot reduzieren. Also wir müssen erst einmal verstehen, warum es überhaupt zu einem Goldverbot kommt. Denn, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ich gehe nicht davon aus, dass das Hauptanliegen des Staates ist, einen Schaden an der Bevölkerung zu machen, sondern ich glaube daran, dass der Staat in irgendeiner Weise Interessen, durch zum Beispiel Lobbyinteressen, sei es die Finanzindustrie, Rüstung, Pharma, jeder kennt so die großen Lobbyverbände, gewisse Sachen einfach umsetzt, oder diese Agenda 2030, dass die Welt neu geordnet wird für eine nachhaltigere, gesündere Welt. Aber hier muss man natürlich auch sagen, es ist im Staat eigentlich auch vollkommen egal, ob es zum Nutzen oder zum Schaden der Bevölkerung ist. Ja? Aber ich glaube nicht, dass ein Bundestagsabgeordneter in der Früh aufsteht und sagt, hey, wie kann ich der deutschen Bevölkerung schaden, sondern erst einmal, er wird sich überlegen, wie kann ich gewisse Interessen von gewissen Interessensverbänden durchsetzen. Ganz unabhängig davon, ob es dem Volk schadet oder nicht. Und das ist wichtig, weil dann können wir sagen, wir trennen
die Vorstellung, der böse Staat will einfach nur mehr Kohle haben, von den wahren Faktoren, die wirklich zu Goldverboten führen können. Und wir haben heute drei Faktoren rausgearbeitet. Das sind nicht die einzigen, aber es sind die, die wir für relevant halten. Erstens Währungsverfall und Kapitalflucht. Wir sehen in der Eurozone, aber auch in Amerika, dass die Währungen inflationiert werden, also entwertet werden durch extreme Geldmengen, die in die Märkte gepumpt werden, und gleichzeitig werden diese Geldmengen letztendlich erkauft durch Anleihekäufe. Also werden Anleihen gekauft und dementsprechend fließt Geld in die Marktwirtschaft rein. Das ganze System funktioniert so lange, solange die Anleihen wertbeständig sind, dementsprechend auch die Bilanz der Notenbank stabil ist. Sollte das nicht passieren, oder sollte es sein, dass die Bilanz der Notenbank instabil wird, vielleicht das Eigenkapital schwindet, führt es zum Währungsverfall, zu sinkenden Wechselkursen und dann sagt sich natürlich, also sehe ich der Bäcker, du, letztes Jahr war der Euro noch doppelt so viel wert, wenn ich jetzt weiterhin meine Altersvorsorge in Euro halte, dann werde ich arm, also tue ich zum Beispiel in Schweizer Franken rein. Das ist Kapitalflucht. Durch Gold kann man die Bilanz der Notenbanken aufwerten. Und deshalb ist ganz spannend, was Türkei, Russland und China gerade machen. Die bauen gerade unglaubliche Mengen an Goldbeständen auf, stabilisieren dadurch indirekt ihre Währung. Der Vollständigkeit halber gesagt, die Fed und Deutschland haben auch extrem hohe Goldreserven, aber man muss auch dazu sagen, die kaufen gerade in großem Maß einfach diese Anleihen, weshalb es bestimmt zu einer Inflationierung kommt. Wie groß die ausfallen wird, wird man sehen. Ebenso ist es, wenn das Geld ins Ausland geht, geht es ja auch von den Banken weg. Ja? Jeder, der wo bei der Sparkasse ist, der hat sein Geld in Euro auf der Sparkasse auf dem Konto. Wenn das Geld ins Ausland geht, dann ist es vielleicht bei einer Schweizer Bank. Das heißt, die Banken sind gefährdet vor Kapitalflucht und kann sich jeder vorstellen, wo sie ein bisschen mit Volkswirtschaft auseinandersetzt, wenn jetzt nur 50% oder nur 20% der Anleger ihr Geld vom Bankgut haben oder vom Bankkonto holen, sind alle Banken pleite. So ist das System aufgebaut. Deshalb wird die Bundesregierung immer schauen, dass es nicht zu Bankruns kommt. Also ein Goldverbot würde in dem Fall bringen, dass man die Notenbanken rekapitalisiert, die Währung stabilisiert und dass man zum Beispiel die Barbestände oder die Cashbestände in der Währung hochhält, weil die Leute nicht zum Beispiel in Gold und Silber gehen. Grund 1, haben wir Gefahr, also Stand Juli 2020. Also wir haben auf der einen Seite natürlich eine Inflationierung der Währungen, vor allem der westlichen Währung Euro und US-Dollar, und wir haben eine exorbitante Staatsverschuldung, was ja für eine Inflation nur noch verstärkend hinzukommt. Das heißt, wir sehen zwar Anzeichen, aber man muss Stand heute feststellen, die Währungen sind noch stabil, und speziell wenn so die zwei größten Weltwährungen gleichzeitig inflationieren, schaut so aus, als haben wir doch da noch auf jeden Fall gewisse Zeit. Grund 2. Eine Enteignung gegen Staatsschulden. Das habe ich aus gold.de, und das bezieht sich auf das Goldverbot in Amerika. Per Verordnung musste innerhalb von 14 Tagen alles private Gold an staatliche Annahmestellen verkauft werden, zu einem fixen Goldpreis von 20,67 Dollar je Unze. Pikant, 9 Monate später, also am 31. Januar 1934, setzte die US-Regierung einen neuen Goldpreis fest mit 35 Dollar je Feinunze. Und dann, wenn man sich mal anschaut, wie viel Gold das wirklich war, das waren unglaubliche Summen, kann man so natürlich Staatsschulden streichen. Ist die Gefahr gegeben? Jetzt muss man eins sagen. Klar kann man das so machen, aber Gold ist eigentlich gar nicht geeignet für Enteignung. Weil Gold nämlich zum Großteil gar nicht registriert ist. Also bis vor ein paar Jahren konnte man wirklich zigtausende Euro in Gold und Silber anlegen, ohne dass man irgendwie sich registrieren hat müssen. Das empfehlen wir auch, dass ihr nicht euer Gold bei der Bank kauft, sondern irgendwie beim Edelmetallhändler.
Weil bei der Bank ist es halt wirklich Registrierung bei staatlichem Zugriff geht schnell. Für eine Enteignung viel besser geeignet sind Bankeinlagen, Immobilien und Aktien. Warum? Weil der Staat alles über Bankeinlagen, Immobilien und Aktien weiß. Fangen wir mal bei Immobilien an. Jede Immobilie in Deutschland steht im Grundbuch drin. Das heißt, der deutsche Staat weiß genau, wer die Eigentümer sind, kann also deshalb bei Immobilien viel besser eine Enteignung durchführen. Bei Bankeinlagen genauso. Ja, der deutsche Staat kann ja auf die Bank in Zusammenarbeit mit den Banken ja letztendlich alle Bankguthaben identifizieren und Aktien, vor allem wenn die bei deutschen Banken gehalten werden, also bei irgendeinen deutschen Online-Brokern, die sind ja auch registriert. Das heißt, eine Enteignung bei Gold macht eigentlich keinen Sinn, weil es zu viel ist. Also zu viele Leute, wo man nicht weiß, ob sie Gold haben oder nicht haben, ob sie es in Deutschland haben, in Singapur oder Schweiz, ob sie es vergraben haben. Also nicht wirklich geeignet. Viel besser sind dazu Bankeinlagen, Immobilien, Aktien geeignet. Grund 3, neue Währungen Gold gedeckt. Viele Experten rechnen mit der Endzeitstimmung oder sagen so Endzeitstimmung des US-Dollars voraus. Und wenn man sich allgemein die Entwicklungen anschaut, muss man ganz klar sagen, es wird wahrscheinlich in ein neues Währungssystem gehen, das vermutlich auf Basis von Kryptowährungen, von staatlichen Kryptowährungen, also nicht Bitcoin, Ethereum und so weiter, sondern wirklich staatliche Kryptowährungen basiert. So, wenn die jetzt goldgedeckt sind, Und auch hier schauen wir uns mal kurz was an. Wer sind denn die größten Goldkäufe in den letzten Jahren? Türkei, Russland, Polen, China. Warum kaufen die denn so viel Gold? Einerseits aufgrund der Währungsstabilität. Also je mehr Gold, also sichere Vermögenswerte ich in der Notenbankbilanz habe, desto stärker ist eine Währung, wenn ich jetzt nicht gleichzeitig ganz viele Schrottanleihen kaufe. Und das ist einfach, was man sich mal auf der Zunge zergehen lassen sollte. Wir haben hier eine Differenz der globalen Notenbank, nämlich wir haben eine westliche und eine östliche Notenbankpolitik. Das heißt, sagt natürlich, dass die westlichen Notenbanken, die EZB und die FED, große Mengen an Gold haben. Vor allem auch die Deutsche Bundesbank. Aber die kaufen gerade im großen Stil Anleihen von Staaten, von Unternehmen, mittlerweile sogar fast alles, also auch Schrottanleihen. Dementsprechend wird die Notenbankenbilanz nicht wirklich besser, sondern eher schlechter. Die östlichen Staaten, China, Türkei, Russland, die kaufen Gold. Gold hat kein Ausfallrisiko. Gold hat nur gewisse Schwankungen, wie sie Anleihen auch haben. Aber Gold ist ein Wertspeicher. Das heißt, vielleicht ist eine mögliche Strategie, sollte es zu einem Währungsverfall des US-Dollars kommen, dementsprechend einer Kapitalflucht aus dem US-Dollar, eine attraktive, möglicherweise goldgedeckte Währung anzubieten. Und selbst wenn sie nicht goldgedeckt ist, ist sie stabil durch die Goldreserven der Notenbank. Aber wir haben Punkt 2, eine goldgedeckte Währung in der Zukunft. Das ist vom Gold Reporter. China plant bereits oder hat bereits Testungen mit Kryptowährungen in gewissen Regionen. Möglicherweise, das ist jetzt einfach mal eine Spekulation, planen China und Russland auch eine neue Weltleitwährung oder eine alternative Weltleitwährung, die goldgedeckt ist. Es würde auf jeden Fall Sinn machen. Was sie auf jeden Fall machen, ist, sie stützen ihre Währungsstabilität durch ihre Goldkäufe. Ob sie am Ende vom Tag eine neue, goldgedeckte Krypto-Weltleitwährung machen, werden wir sehen. Wenn man aber so die Reden des chinesischen Staatspräsidenten so anschaut, könnte es durchaus in diese Richtung gehen. Und hier einfach nochmal die Frage, wo kauft hier die EZB oder wo kauft Amerika Gold und Silber? Sieht man ja nicht. Klar, die haben große Mengen an Gold und Silber, aber die Käufer sind gerade
diese Schwellenländer. Das heißt, die EZB und FED sind nicht sehr aktiv. Es wird vielleicht nach dem Dollar, wenn es einen nach dem Dollar gibt, vielleicht eine Kryptowährung Krypto-Dollar geben. Scheinbar ist es so, also bekommt man wenig mit. Also scheinbar nicht so, dass die vorhaben, das mit einer Golddeckung zu machen. Dementsprechend ist auch hier die Gefahr aktuell nicht sehr hoch. Also Stand Juli. Fazit. Also die Währungen sind noch stabil. Gold eignet sich nicht für Enteignung. Ja, also das nochmal. Immobilien, Aktien, Bargeld, Bankguthaben sind viel besser geeignet wie Gold für Enteignung. Und da muss jeder selber für sich entscheiden, ist eine goldgedeckte Währung in der Eurozone zum Beispiel denkbar? Stand jetzt würde ich sagen, eher unwahrscheinlich. Das heißt, fahren auf Sichtweite. Haltet die Märkte im Blick, haltet alle gesellschaftlichen, politischen Entwicklungen im Blick. Es sind aufreibende Zeiten. Es wird, ich glaube, in den nächsten 2-3 Jahren sehr, sehr viel passieren. Wir werden in ein neues Währungswirtschaftssystem reingebracht. Es werden wahrscheinlich viele Verwerfungen stattfinden. Deshalb immer fahren auf Sichtweite und in 2-3 Monaten nochmal einschätzen, hat sich da was verändert. Das, was ich heute erzählt habe, ist unsere Einschätzung zum 28. Juli 2020. Wir glauben, dass Gold Sicherheit ist. Wir glauben, dass Gold in der Geschichte noch nie seinen Wert verloren hat. Schauen wir mal kurz. Und wir glauben, vor allem bei einer Enteignung von Bürgern werden zuerst Immobilien, Aktien und Bankguthaben tatsächlich gefährdet sein. So, schauen wir uns aber trotzdem an, wie könnte ich mich denn schützen? Erstens Schutz durch Information, zweitens Schutz durch Lagerung außerhalb der EU und drittens Schutz durch Silber, Platin, Palladium. Also erstens Schutz der Information, ganz wichtig, informiert euch immer aktiv über das oder andere Entwicklungen. Auch wenn ihr in Aktien, Immobilien oder ich sag mal Lebensversicherung sonst was habt, informiert euch da regelmäßig, wie die neuen Entwicklungen, die neuen Gesetze sind. Wir haben es zum Beispiel gesehen, ganz neu, Xetra Gold, also ein Zertifikat auf Gold, ist ab 2021 abgeltungssteuerpflichtig. Es hat nichts mit physischem Kauf von Gold und Silber zu tun, aber wenn ihr an der Börse Gold und Silber kauft, ist es abgeltungssteuerpflichtig ab dem nächsten Jahr. Wenn ihr ganz normal physisch Edelmetalle kauft, habt ihr da kein Problem, wenn ihr diese Edelmetalle länger wie ihr haltet. Ja, halte alle Vermögenswerte im Blick, schwierige Zeiten für Aktien, Bankguthaben, Immobilien, fahren auf Sichtweite. Schutz durch Lagerung außerhalb der EU, staatlicher Zugriff ist kaum möglich. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir wissen nicht, ob es jemals wieder zu einem Goldverbot kommt in der EU. Wir wissen aber, dass in Deutschland deutsche Rechte angewendet werden und in Europa europäische Rechte. In Deutschland werden wir entweder ein deutsches oder europäisches Recht fallen. Wird die Schweiz unter europäisches Recht fallen? Wird die Schweiz unter deutsches Recht fallen? Dementsprechend macht Sinn, dort seine Edelmetalle zu lagern, weil wir da einfach ein zusätzliches rechtlichen Sicherheitspuffer einfach nochmal mit einbauen. Und dann Schutz durch Silber, Platin, Palladium. Also dort sind vor allem bei Silber Verbote kaum umzusetzen. Es hat einen einfachen Grund, weil Silber ein Industriemetall ist, das ungefähr so 10.000 Anwendungsgebiete hat. Und stellt euch vor, alle Zukunftstechnologien basieren letztendlich auf Silber. Also Silber ist nicht ersetzbar. Ja? Also nicht in der Masse. Einzelne Anwendungen kann man vielleicht ersetzen, aber nicht diese breite Masse. Und fragt euch selber, wie wahrscheinlich ist es denn, wenn es da draußen tausende Firmen in Deutschland gibt, die jeden Tag mit Silber arbeiten? Wie sinnvoll ist dort ein Verbot? Das ist kaum umzusetzen und zusätzlich muss man auch dazu sagen, auch Silber, der Kauf von Silber ist nach wie vor bis zum Freibetrag
nicht registrierungspflichtig. Dieser Freibetrag war in der Vergangenheit noch höher. Tausende Deutsche sitzen auf ganz viel Silber und keiner weiß es. Also auch dort eine Enteignung ist schlicht nicht denkbar. Also niemand auszuschließen, aber kaum vorzustellen. Und in der aktuellen Marktsituation sagen wir so und so, Silber ist im Verhältnis zu Gold sehr günstig. Also empfehlen wir so und so, 2020 im Juli Großteil in Silber zu halten. Also, Zusammenfassung, Goldverbot ist ein denkbares Szenario, aber aktuell, Stand 2020 im Juli, nach unserer Einschätzung nicht wahrscheinlich. Andere Vermögenswerte sind tatsächlich mehr betroffen, Immobilien, Bankguthaben. Bankguthaben speziell durch das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, informiert euch da. Lebensversicherungen sind gefährdet durch das Versicherungsaufsichtsgesetz und Aktien. Das sind einfach Sachen, die alle registriert sind. Der deutsche Staat hat die Informationen, wenn er sie will, und kann dort sofort eine Enteignung vornehmen. Zusammenfassung weiter, Silber, Platin, Palladium sind sicher, sehr sicher vor einem Verbot. Deshalb, gerade in der aktuellen Marktsituation, Silbereinlagen, Zollfreilager, spart man zusätzlich auch 7-19% Umsatzsteuer. Bekommt also in einem Zollfreilager 23% mehr Ware, ist nicht schlecht. Unser Ziel ist, ganz wichtig auch mit diesem Video, dich zu ermächtigen, dass du eigenständig deine Ersparnisse schützen und vermehren kannst. Solltest du Fragen haben, dann melde dich einfach zum kostenlosen Beratungsgespräch und wir werden schauen, wie du deine finanziellen Ziele erreichst. Und ja, das war's für heute. Sollte dir dieses Video gefallen haben, dann schreib uns gerne einen Kommentar, abonniere den Kanal, gib uns ein Like. Teile es mit deinen Freunden, teile es mit den Leuten, die gerade jetzt aktiv und eigenverantwortlich handeln wollen. Die nicht irgendeinen Banker hinterherrennen wollen, die nicht irgendeinen Versicherungsmakler hinterherrennen wollen, sondern die sich unsere Videos anschauen, die sich andere Videos anschauen, um eigenverantwortlich ihre Ersparnisse zu schützen. Denn am Ende vom Tag bist du verantwortlich für dein Geld, wir für unseres. Und da ist es einfach wichtig, dass jeder gut schlafen kann, sowohl in der Krise, als auch wenn es richtig gut läuft in der Wirtschaft. Und dazu wollen wir dich ermutigen, dass du das eigenständig ohne irgendeinen Versicherungsmakler, ohne irgendeinen Bankberater machst. Weil ganz am Schluss möchte ich dich auf eins auch hinweisen. Es gibt sowas wie das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Das ist nichts anderes wie ein Gesetz zur Enteignung von Bankguthaben, wenn deine Bank in Zahlungsschwierigkeiten kommt. Und im Gesetz steht drin, dass dein Bankberater dich gar nicht informieren darf, beziehungsweise dass er sich strafbar macht, wenn er es macht. Dementsprechend gibt es viele gute Bankberater, aber teilweise dürfen die gar nicht dich informieren, teilweise haben sie die Information auch gar nicht. Ja, solltest du? Sollte dir das Video gefallen haben, lass ein Like da und dann sehen wir uns das nächste Mal bei der Edelmetallstrategie. Bis dann. Ciao.